K19 ist ein Fernsehsender der besonderen Art. Das Motto lautet: Alles unter einem Dach. Wir produzieren 100 Live-Übertragungen im Jahr. Wir beliefern 3 Millionen User über Social-Media-Kanäle. K19 sieht man in Österreich in 1 Million Fernsehhaushalten via Magenta und A1. K19 macht Lust auf Sport, Tourismus und mehr. Und das am besten live. K19 mit dem Motto: Alles unter einem Dach. Herzlich willkommen zu Hamper Live hier aus dem WM-Studio in Umhausen. Das passt vielleicht nicht ganz zusammen. Wir sind bei der Naturbahn-Rodel-WM. Alle Zuseher von K19 sind das aus den letzten Tagen schon gewohnt. Aber wir übertragen trotzdem Hamper Live aus der Dornbirner Messehalle. Das Duell SSV Dornbirn-Schorn gegen Hamper Graz. Ein spannendes Spiel der Women's Handball League. Bei mir ist Martin Böckle. Wir beide haben das Vergnügen, dieses Spiel zu kommentieren. Und wir haben auch in der Halle jemanden, und zwar Sebastian Neier. Und der hat schon als allererstes jetzt SSV-Trainer Emanuel Ditzer bei sich. Ja, ganz genau. Emanuel Ditzer steht bei mir. Emanuel, leere Halle, aber nichtsdestotrotz mit Vollgas in dieses Spiel gegen Graz. Man hat die Favoritenrolle auf eurer Seite. Liegt diese Rolle? Favoritenrolle ist jetzt gut gesagt. Zum ersten Mal in der Saison, dass wir irgendwo Favorit sind. Ich sehe uns jetzt nicht in der Favoritenrolle. Es sind zwei Mannschaften, die unbedingt punkten wollen. Also wir wollen punkten. Graz muss fast punkten, damit sie aus dem Abstieg wegkommt oder zumindest einmal Punkte gut macht. Ja, wird ein interessantes Spielchen werden. Mit einem Sieg aber könnte man heute zu Felkirch aufschließen. Die haben heute verloren, schon am Nachmittag. Wie wichtig ist das für euch, dass man den Konkurrenten im eigenen Land auch hinter sich vielleicht lassen könnte? Man hört es mal auf, wenn man mit diesem... Felkirch hat einen super Start gehabt, hat jetzt auch Verletzungsprobleme, merkt jetzt langsam einen kleinen Kader. Wir haben damals gewonnen. Wenn wir jetzt heute gewinnen, ja, sind wir an Felkirch dran, aber jetzt große Bedeutung ist es für mich nicht. Aber was muss heute passieren oder wie muss man heute auftreten, um die Punkte in Dornbirn zu lassen? Meine Mannschaft muss endlich einmal aufhören, im Angriff so hektisch zu spielen, die Nerven wegzuwerfen. Wenn sie ruhig spielen, wenn sie die Lücken anlaufen, wenn sie das halbwegs umsetzen, was wir jetzt trainiert haben, haben wir mal eine gute Grundlage. Ja, da wünschen wir viel Glück, alles Gute, dass es auch klappt mit den 2 Punkten für Dornbirn heute. Emanuel Ditzer, Dankeschön. Danke. Ja, damit zurück zu euch nach Umhausen. Ja, das sind die erhofften 2 Punkte für Dornbirn, die sich Emanuel Ditzer da vorstellt. Martin, du hast die letzten Spiele von Dornbirn kommentiert, natürlich dadurch auch gut gesehen. Was glaubst du? Hat Dornbirn heute die Chance, da mal als Favorit zu gewinnen? Wenn sie, wie Emanuel Ditzer sagt, am Anfang das Ganze ein bisschen anders angehen können, dann haben sie sehr wohl die Möglichkeit, dass sie wirklich heute diese Punkte einfahren. Wobei, und das muss man natürlich auch sagen, man hat ja 2 Legionärinnen geholt. Eine ist fix draußen, bei der anderen weiß man nicht ganz genau. Also von dem her ist es bei Dornbirn immer ein bisschen ein Fragezeichen. Aber wenn sie so ein bisschen hineinkommen, gleich mal in das Spiel, dann läuft es bei ihnen gut. Ist er wirklich eine Mannschaft aus dem Mittelfeld und dann kann das heute klappen. Ja, es ist ja schon die ganze Saison so ein bisschen das Problem mit Verletzungen. Da haben die Dornbirnerinnen schon länger zu kämpfen. Aber die Jungen haben sich gut gemacht. Absolut. Also sind ja zum Beispiel beim letzten Spiel oder im Cup, dort waren 4 Spielerinnen der Jahrgänge 2005 mit dabei. Also ganz junge Spielerinnen. Und die müssen natürlich zuerst das Ganze auch gewohnt werden. Aber die eine oder andere hat dort viel Initiative übernommen und sehr gut agiert. Ja, die Gegnerinnen aus Graz, die kennt man vielleicht jetzt noch nicht so gut. Die sind am Tabellenende. Aber wir hören uns jetzt mal an, was der Graz-Trainer bei Sebastian Neier zu sagen hat. Matthias Kuchling, Matthias, schön, dass du noch kurz Zeit gefunden hast vor dem Spiel.
Erste Frage, wie war die Reise hier ins Ländle? Hat es große Probleme gegeben? Nein, überhaupt nicht. Also wir sind sehr gut durchgekommen, hatten auch beim Grenzübergang oder zwischen Tirol und Vorarlberg überhaupt keine Probleme. Haben ja also gültige Corona-Tests natürlich und ja, na, alles super gegangen. Ja, perfekt. Das heißt, die Mannschaft ist fit, die Mannschaft ist spritzig genug, heute gegen Dornbirn bestehen zu können. Was muss oder wie muss man spielen? Was muss im Spiel passieren, dass man heute die zwei Punkte nach Graz holt? Ja, ich glaube, die taktischen Anweisungen sind sehr einfach vom Trainer. Also es gilt, Fehler zu vermeiden natürlich, die Gegenstöße zu unterbinden und vorne halt ruhig zu spielen und ja, sichere Abschlüsse zu suchen. Also es wird sicher derjenige, also das Spiel gewinnen, der weniger Fehler macht. Das sind auch die Worte gewesen, die der Trainer den Mädels mit auf den Weg gegeben hat. Gibt es irgendwelche spezielle Anweisungen auch noch, wenn man doch sagt, Dornbirn ist jetzt in der Tabelle eher in einer Region, wo man auch hinkommen könnte? Ja, also ich glaube, die Anweisungen sind ziemlich einfach. Also einfach ein Handball spielen, beherzt Deckung spielen, das war oft das Problem, glaube ich, in der Vergangenheit. Und dann ist, glaube ich, alles möglich. Also die Anreise war perfekt und ja, wir schauen, dass wir gewinnen heute. Ja, dann wünschen wir alles Gute. Matthias Kuchling, vielen Dank, dass Sie noch kurz vor dem Spiel gekommen sind. Alles Gute. Ja, Jungs im Studio, dann sind wir alle miteinander gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. In wenigen Minuten geht es ja dann schon los. Ja, definitiv sind wir darauf gespannt. Graz, die haben das letzte Spiel gewonnen. Die sind zwar Tabellenletzte, aber das letzte Spiel haben sie sehr, sehr deutlich gegen Feldkirchen gewonnen. Also man darf auch diese Mannschaft nicht unterschätzen. Und wir haben gesehen in der WHA, da hat es jetzt sehr, sehr viele sehr knappe Spiele gegeben. Gerade Dornbirn, die hatten dann manchmal Angst vor dem Gewinnen, hatte man fast das Gefühl. Ja, und bei Ihnen, bei Dornbirn ist hier das Problem eben, dass das im Spiel selber, da ist immer sehr unterschiedlich. Einmal kommen sie nicht ins Spiel hinein, dann haben sie wieder eine sehr gute Phase, dann haben sie wieder das Problem, dass sie einen Abfall haben. Also bei dem Problem, da ist man hängen geblieben, während eigentlich aller Spiele, wo wir jetzt auch übertragen haben, wo wir mit dabei waren. Ich habe jetzt gerade nachgesehen, auch die Dornbirnerinnen, die haben viel mehr Gegentore auch gekriegt, zum Beispiel wie Graz. Also man sollte keine Mannschaft unterschätzen. Das ist relativ knapp, also dort hinten. Aber auf der anderen Seite, mit einem Sieg heute, da wäre man schon wieder sehr nahe dran an Position 3 oder 4 sogar. Also außer zwei Mannschaften, Atzgersdorf natürlich und Niederösterreich. Niederösterreich sind alle so in Reichweite. Ja, ganz genau. In Reichweite. Heute hatte Feldkirch schon das Vergnügen oder das eher die Pflicht, bei Hypo Niederösterreich anzutreten und auch dann verloren. Aber das ist fast normal in dieser Liga, dass man gegen Hypo eigentlich keine Chance hat. Aber apropos Feldkirch, Emanuel Litz hat es ja schon angesprochen, da gibt es demnächst auf K19 auch ein Topspiel zu sehen. Ja, wird super. Am 27. Februar wieder gemeinsam mit Laola 1 auch haben wir dieses Spiel, also das zweite Derby auch, das erste haben wir auch schon übertragen, war eine spannende Angelegenheit, also unglaublich. Und wird sicherlich dann auch bei dieser Doppelveranstaltung gemeinsam mit Alpla HC Hart. Ganz genau. Die spielen da gegen Bernbach-Köflach an diesem Tag am 27. Um, ich glaube, 19 Uhr geht es dann für Hart los. Es wird ein ganz, ganz spannendes, tolles, ein toller Handballtag auf K19. Und der ein oder andere Zuseher wird sich jetzt wundern, warum wir nicht in unserem gewohnten Studio sitzen. Viele haben es vielleicht heute schon gesehen und auch gestern schon. Wir sind hier bei der Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft. Die wurde gestern hier in diesem Studio live eröffnet. Heute gab es schon den ersten Tag mit den ersten Entscheidungen. Aber ich glaube, da kannst du vor allem was dazu sagen, Martin. Ja, es war genau das Duell bei den Damen mit einer Athletin auch aus der Steiermark übrigens, Michelle Diepold, hat die Medaille ganz knapp nicht geholt, aber es hat für Österreich mit Tina Unterberger eine Medaille gegeben. Und der Weltmeistertitel ist dann eine Italienerin gegangen, Evelyn Landthaler, und auch Medaille bei den Österreichern im Doppelsitzerbewerb, Christoph Regensburg und Dominik Holzknecht. Und die schauen jetzt zu übrigens. Ja, die sind jetzt online, die sind im Hotel Tauferberg und die sehen sich das Ganze jetzt hier auch an. Und Weltmeister sind geworden Patrick Bignett und Florian Clara, ebenfalls aus Italien. Ja, da hat es Favoritensiege gesehen, gegeben. Und wir sehen uns diese Highlights des heutigen Tages noch an. Und dann sind wir wieder zurück beim Handball.
Also ich habe zwar den riesen Vorsprung gehabt im ersten Lauf, aber jetzt der zweite, da sind schon ein bisschen die Nerven gekommen. Ich bin extrem früh gefahren. Ich brauche bei jeder Kurve, es waren ein paar Fehler, aber ich habe nur einfach gedacht, so, jetzt ziehe ich es einfach durch. Und ja, das da auch zweimal noch ein bisschen schneller gewesen und bin freut mich logisch voll. Wieder ein bergiges Gefühl und das, was wir eigentlich allen wollen. Und das ist heute perfekt gelaufen für uns und da sind wir super zufrieden. Ja, das waren die Weltmeister Florian Klara und Patrick Bignetter und bei den Damen Evelyn Landtaler. Da hat man viele tolle Bilder gesehen und da gibt es morgen ja noch viel mehr zu sehen. Ab 9 Uhr geht's los mit dem WM-Studio bei K19, viele Plattformen auch dabei. Und der ORF wird auch wieder live übertragen. Auf Sport Plus gibt's die Finalläufe. Heute waren ja bereits mehrere Minuten auf ORF 1 während des Skispringens. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass dieser eine Randsportart einfach medial auch gut rüberkommt. Und das klappt schon gut. Also morgen natürlich der große Showdown mit Thomas Kammerlander und Michael Scheikel. Zwei Österreicher, die zu den absoluten Top-Favoriten zählen. Und das wird ein richtiges Ding morgen. Ja, da erwarten wir morgen diese große Thomas Kammerlander-Show vielleicht auf seiner Heimbahn. Das wurde schon ein bisschen so angekündigt und ist schon erhofft von den, sage ich mal, von den heimischen Veranstaltern her, dass hier Thomas Kammerlander seine Karriere auch noch krönt mit der Goldmedaille. Ja, noch 1000 österreichische Fans. Also die sind wirklich gespannt auf morgen. Die wünschen sich das, dass er vielleicht hier zu Hause den Weltmeistertitel holen kann. Wir sind auch gespannt. Wäre cool, wenn ein paar Hampelfreunde morgen ab 9 Uhr geht es, wie gesagt, los. Vielleicht dann auch zusehen werden. Aber wir sind beim Pfannerspiel und jetzt geht es dann gleich mal los. Genau, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Handball. Wir sprechen dann vielleicht in der Pause noch mal ganz kurz über das Naturbahnrodeln. Das ist eine tolle Veranstaltung. Wir haben jetzt die Dominerinnen, die sich bereit machen für dieses Spiel, für dieses 14. Spiel in dieser Saison. Sie halten derzeit bei 5 Siegen und 9 Niederlagen, sind damit 8 in der Tabelle. Und Martin hat es vorhin angesprochen, sie haben mit 412 Gegentreffern die meisten in der Liga kassiert. Also die Defensive ist noch nicht so ganz die Stärke der Dominerinnen. Sie hatten allerdings auch schon die Top-Teams als Gegner. Ja, Franzi Ammann haben wir gesehen, Melanie Reich, die da mit dabei ist, Marie Huber natürlich, die werden wir dann bei den, vor allem wenn es 7 Meter gibt, aussehen. Und da mit der 23, Julia Marksteiner, die kennen wir auch, die hat ja immer einen riesen Hammer drauf, wenn es dann so sein soll. Und die Torhüterin Angela Roganovic, ja, mit der 44, die ja die meiste Einsatzzeit hat, Katharina Gladovic. Sehen wir da auch, also die Mannschaft des SSV Dornbirn-Schoren. Die ist jetzt bereit und auch die beiden Schiedsrichterinnen der heutigen Partie. Ja, weil wir gerade unseren grandiosen Sebi Neier gesehen haben. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn es Timeout gibt, wenn er quasi quer über die Halle rennt. Da werden wir ihn dann sehen, ja, den Sebi, der mit Alex Kutzer gemeinsam auch immer wieder die Spiele der Bulldogs kommentiert. Und die zwei sind schon fast Kabarett. Sportlich gutes Kabarett. Sportlich gutes Kabarett, die sind schon Kult, würde ich auch sagen. Hat man schon häufiger gehört bei den Livestreams des SSV Dornbirn-Schoren. Ja, die Grazerinnen, haben wir die Aufstellung dann auch, da werden wir dann drauf eingehen, würde ich sagen. Da werden wir dann drauf eingehen, wer die Starting Seven der Grazerinnen sind. Ja, Leonie Rinner sehen wir mit der 17. Unter anderem dann Anna-Maria Babic. Mit der Nummer 14, Natalie Davidovic. Ja, wir begrüßen natürlich auch alle Fans aus Graz. Also da schauen uns auch viele heute zu. K19 im Fernsehen heute gibt es dieses Spiel aus der Women's Handball League. Johannes. Ja, ganz genau. Und wir haben ja eine Kooperation mit dem SSV Dornbirn schon und deshalb die gesamten letzten Heimspiele schon übertragen der Dornbirnerinnen. Da waren einige sehr, sehr spannende Partien dabei. Und da haben uns auch immer Fans der gegnerischen Mannschaft zugeschaut. Freuen uns natürlich über alle Zuseher bei K19. Und der erste Angriff der Grazerinnen.
Schau, da hat die Torhüterin aus Dornbirn nur einmal die Hand hinausgehalten. Ja? Das kann sie ja perfekt. Sie deckt da das sehr viel vom Tor ab. Und da sehen wir wieder, Dornbirn mit einem dieser technischen Fehler, leichte Ballverluste, das müssen sie abstellen. Das hat auch Emanuel Ditzer vor dem Spiel angesprochen. Das ist so ein bisschen ein Problem von ihnen, dass sie zu viele Bälle so leicht verlieren. Man hat ihn auch lautstark gehört. Also da hat er dann schon gleich mal hinübergerufen, dass man da wirklich aufpasst. Ja, ich war ja die letzten Male auch immer in der Halle. Man kriegt das schon mit, Emanuel Ditzer, der kann schon mal laut werden und seinen Spielerinnen ganz klare Ansagen machen. Es gibt nicht wenige Spielerinnen, die das auch fordern. Also die sagen schon, ja, das passt schon, wenn er das macht. Wieder Roganovic mit Graz mit Problemen am Anfang. Ganz genau. Schorn hatte häufig zu Beginn ein bisschen Probleme in der Offensive. Es dauerte meist länger, bis die ersten Treffer fielen. Ja, Leonie Grebis zum Beispiel auf der Außenbahn, die hat auch beim Cup, wo wir das Spiel live übertragen haben, auch einige Zeit gebraucht, bis sie dann das Visier richtig eingestellt hatte. Allerdings, da haben wir es ja gesehen, die Torhüterin der Gegnerinnen, die war ja gewaltig. Die war gewaltig, die hat alles abgewehrt, was gekommen ist. Wir sehen im Rückraum Julia Marksteiner und mit der Nummer 5, das habe ich jetzt nicht vor mir. So, da sehen wir den nächsten Angriff der Grazerinnen, unter anderem. Das ist der erste Treffer vom rechten Flügel. Ja, die Lisa Spalt. Die hat schon im letzten Spiel häufig getroffen beim deutlichen Heimsieg der Grazerin gegen Feldkirchen. Da hat sie 9-mal angeschrieben, der rechte Flügel. Also da müssen die Dornbirnerinnen aufpassen. Jetzt sehen wir hier mit der 18, unter anderem eben Franziska Ammann. Genau. Da draußen, da ist sie jetzt am Ball und versucht. Sie kommt aus dem rechten Rückraum, hilft sonst auch manchmal in der Mitte aus für Julia Marksteiner. So, und jetzt probiert sie es. Ja, und mit etwas Glück, da springt der Ball von der Stange an die Torhüterin der Grazer und dann ins Tor zum Ausgleich. 1:1. Schon gleich aus. Aber da geht es schnell. Da sind wieder zu viele Löcher in der Deckung. Auf der anderen Seite, ja, da ist der zweite Treffer für Hampel Graz. Ja, es war Anja Skerlak mit der Nummer 3, die hier den Treffer markieren konnte. Da sehen wir jetzt wieder Aufbau. Marksteiner hinüber zu Ammann, wieder Marksteiner. Ja, das ist so diese Nervosität am Anfang immer, auch bei der Franziska hier gesehen. Ja, diese. Und wieder ein leichter Ballverlust und damit der Gegenstoß, der schnelle Kontergegenstoß. Man kommt da nicht vorbei, also wenn die Hände mal ausfährt. Ja, Andiela Roganovic. Das ist der Ausgleich, glaube ich. Jawohl. Da haben wir also den zweiten Treffer für die Mannschaft des SSV Schorn-Dornbirn. Neuer Spielstand also 2:2 und das nachgespielten, ja, 4 Minuten. 4 Minuten, das ist noch nicht so viel Zeit von der Uhr. Damit noch alles offen, aber jetzt auch der Treffer aus dem Rückraum, 3:2 für die Gäste aus Graz. Ja, da sehen wir es oder hören es immer wieder auch Ivana Nikolic nach den neuerlichen Führungstreffer für die Mannschaft aus Graz, die am Tabellenende derzeit ist und die Dornbirnerinnen sind an der 8. Position von 12 Mannschaften. Ganz genau. In Dornbirn hat man sich ja jetzt nach oben gearbeitet, nachdem es im Dezember dann auch schon schlecht ausgesehen hatte. Mhm. Da haben sie auch gegen den Abstieg gekämpft. Das hat dann auch Günter Markstein angesprochen. Es geht nur noch darum, die Klasse zu halten. Das hat man jetzt inzwischen doch ein deutliches Polster zwischen sich und eben den Tabellenletzten aus Graz gelegt. Aber da braucht es auch in solchen Spielen Punkte, ganz dringend. Ja, Verwarnung für Marksteiner. Der Ball bleibt bei den Grazerinnen. Ja,
Also 2-3 aktuell. Und jetzt der schnelle Ballgewinn. Geht's über den. Ja, da wird es jetzt Doppelverwarnung dann gleich geben. Da wird vorne Marie Huber gestoppt. Ganz genau, da war das Spiel schon unterbrochen. Also das Tor von Marie Huber zählt dann nicht. Es gibt den Freiwurf für Schorn. Und 2 Minuten Strafe, das war das Foul vorher, glaube ich. Und damit ist man in Überzahl im Moment. Und 7 Meter. Und jetzt 7 Meter. Und das ist normalerweise eine Sache für Marie Huber, die sich auch den Ball jetzt schnappt. Am linken Flügel zu Hause der Dornbirnerinnen. Allein schon der Sound in der Halle würde dazu verführen. Aha. Und wieder haben sie Probleme. Das hatten sie beim letzten Spiel schon. Da ist kaum einer der 7 Meter ins Huber Tor gegangen. Auch beim letzten Mal, den ersten, hat sie nicht verwerten können. Das sind natürlich wichtige Möglichkeiten. Allzu viel ist noch nicht passiert, muss man sagen. Also 2-3. Gar nichts passiert. Da ist eigentlich gar nichts passiert, ja. Aber Graz jetzt wieder mit einer längeren Angriffsphase. Dornbirn spielt mit einer vorgezogenen Spielerin. Das ist jetzt meistens Franzi Ammann. Mit 18. Die Anja Skerlak aus dem Spiel nehmen soll. Aber trotzdem der Treffer. Mit der 88 war es jetzt hier Anna-Maria Babic. Und genau, die macht hier den 4. Treffer, 2 Tore, jetzt der Unterschied. Im Moment immer noch in Überzahl Dornbirn. Julia Marksteiner. Ja, der SSV Schorn Dornbirn in Kooperation hier mit K19 und da gibt es immer mehrere Spiele, die wir live übertragen. So auch eben am 27. Februar das große Vorarlberger Derby gegen die Mannschaft aus Feldkirch. Und jetzt probiert sie es noch einmal. Und jetzt wird sie es wahrscheinlich anschließend nicht mehr probieren. Zum 2. Mal gescheitert. Marie Huber. Ja, jetzt wird vermutlich dann eine andere die Verantwortung übernehmen. Vielleicht einen Blick, eben, wir haben HC Sparkasse Blau-Weiß-Feldkirch angesprochen. Die haben heute bei Hypo Niederösterreich mit 19-31 verloren und sich dabei eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen. Mit nur 12 Treffern Unterschied. Das ist gegen eine Mannschaft wie Hypo durchaus in Ordnung. Ja, absolut. Also, wir können ja dort auch immer die Livestreams begutachten. Die macht der Verein. Ja, und dort Bernie Grissmann zum Beispiel, legendärer Handballspieler und auch Trainer jetzt bei Feldkirch. Und der, die kommentieren da, Thomas Kornexel. Und da sieht man also Feldkirch heuer eigentlich mit einer guten Saison. Mit einer konstant guten Saison im Tabellenmittelfeld aktuell auf Platz 6 mit 13 Punkten aus 14 Spielen. Da möchte auch Dornbirn heute in die Nähe kommen. Dazu braucht es aber einen vollen Erfolg gegen Graz. Und da ist man momentan hinten mit 2 Treffern. Da ist man noch nicht auf Kurs, ja. Da müssen sich die Dornbirnerinnen durchaus noch steigern. Aber man ist es von ihnen gewohnt, dass die Anfangsphase nicht zu den Dornbirner Stärken gehört. Julia Marksteiner, einmal mit Glück heute. Der erste Treffer von ihr via Torfrau, dann ins Tor. Einmal zusätzlich an den Pfosten geschossen und jetzt drüber, jetzt rechts oben. Deutlich drüber, sie ist auch sehr, sehr wurfgewaltig aus dem Rückraum, da kann sie auch ansatzlos mal hin und wieder treffen, dann das war jetzt nicht so stark, da ist er doch deutlich vorbeigegangen. Ja, Emanuel Dietzer sagt es immer wieder, wir sind ein Ausbildungsverein. Denn nicht wenige Spielerinnen, die das Handwerk in Dornbirn gelernt haben, sind mittlerweile bei sehr starken Vereinen auch unter Vertrag. Ein bestes Beispiel wäre Adriana Marksteiner. Ganz genau, die war ja auch bei dir schon im Studio. Die ist am Weg nach Spanien, oder ich glaube, ist sie jetzt schon dort? Ist sie hier, glaube ich, ja. Also muss noch warten, aber vor allem ist sie natürlich jetzt dann schon langsam wieder fit.
Der WM-Speaker der Weltmeisterschaft im Naturbahnrodeln sieht gerade zu und auch Hallenspeaker beim EC Kitzbühel, Markus Ehrensberger. Ja, der bringt den Kitzbühlern allerdings aktuell nicht so viel Glück. Die haben derzeit eher einen Antilauf. Hoffen wir, dass er vielleicht schon etwas mehr Glück bringt. 10 Minuten gespielt. 4:2 für die Gäste aus Graz. Vielleicht noch ein weiterer Blick in die anderen Hallen. Auch das zweite Top-Team der Liga, der WAT Atzgersdorf, der hat heute gewonnen gegen Feldkirchen-Verlach, auswärts 29:24. Damit führt Atzgersdorf weiterhin. Die Wienerinnen sind einen Punkt vor Niederösterreich, allerdings haben sie auch ein Spiel mehr bestritten. So, jetzt kriegt man hier noch einmal die Möglichkeit. Also, da wurde, glaube ich, auch faul gepfiffen und deshalb noch einmal die Möglichkeit. Graz mittlerweile ja wieder komplett. Graz ist komplett. Und oh, jetzt. Das ist sie. So kennen wir sie. Wir haben es angesprochen. Wir sehen es noch mal. Julia Markstein aus dem Rückraum. Zum 3:4. Ja, es geht immer schnell. Also das haben wir auch schon oft diskutiert. Wenn du eine Wiederholung einspielst, dann musst du aufpassen auf der anderen Seite. Aber das ist eben beim Damenhandball, Johannes, vor allem sehr markant. Definitiv. Das ist die schnelle Mitte, die immer gespielt wird. Das nutzen die meisten Teams, suchen da die Unordnung beim Gegner, die nach dem Torerfolg, um sie auszunutzen. Es ist die erwartete enge Partie. Es steht nach knapp 12 Minuten 3:4 aus Sicht der Heimmannschaft. Das ist, wie wir sehen, noch nicht sehr torreich. Aktuell noch viel Konzentration auf die Defensive, die bei beiden Teams ganz gut funktioniert. So, jetzt wird schnell gespielt. Ah, Marie Huber. Aber sie hat, glaube ich, den Ball noch irgendwie unter Kontrolle gebracht. Hat ihn noch gesichert. Das hat sie zuerst nicht vermutet, diesen Pass. Ja, an den Rücken und dann irgendwie. Ja. So, jetzt kann man aufbauen. Amann, der Amann Marksteiner. Wieder herüber. Ja, verteilt dann immer in der Mitte die Julia Marksteiner. Hier die Bälle. Anna Zoppel, glaube ich, mit der 3 dort drüben. Ja, und die enge Deckung auch, das ist auch so, das, die Vorgaben natürlich der Trainer. Dass man auch eine Julia Marksteiner nicht zum Schuss aus der Ferne verleiten kann. Deshalb sehr enge Deckung. So, und irgendwie hat sie der Ball noch hineingeschlängelt zum 5. Treffer für die Mannschaft von Hampel Graz. Genau, der 5. Treffer. Also bei Dornbirn vielleicht nochmal die Aufstellung zusammenzufassen. Im Rückraum eben rechts Amann in der Mitte, Marksteiner links ist die Madeleine Todorova. Mhm. Die war zuletzt eben nicht dabei. Wir haben eben angesprochen, es war nicht ganz klar, ob sie heute wieder beginnen kann. Aber sie spielt links im Rückraum Todorova. Dann links am Flügel eben Marie Huber. Und rechts ist dann, wie gewohnt, Leonie Gerbis. Genau, die ist da draußen und jetzt müssen sie dann zum Abschluss kommen. Genau, Zeitspiel angezeigt. Die Dornbirnerinnen, dann gehen noch 6 Pässe. Aber Julia Marksteiner geblockt. Ja, da hat sie noch ordentlich Kontakt erhalten. Nicht zimperlich, auch das haben wir schon öfters besprochen, vor allem auch Leonie, sage ich schon. Da war bei mir im Studio unter anderem Benecker, die war bei uns und eben auch Marksteiner, und da haben wir schon des Öfteren geredet, da geht schon auch ordentlich zur Sache. Ganz genau, Naomi Benecker, die fehlt ja auch aktuell verletzungsbedingt, aber Marksteiner trifft da auch wieder aus einer ganz schwierigen Position. Diese schwierigen Tore, die gelingen oft leichter als schön herausgespielt, oder 7 Meter. Ja, macht also ihren 2. Treffer, so haben wir es. Julia Marksteiner am heutigen Abend.
So, wäre mal abgewehrt gewesen, aber bleibt, der Ball bleibt im Besitz von Hampel Graz, 4-5, ganz knapp. Enge Kiste und der Aufbau auf der anderen Seite, immer wieder mit Anja Skerlak, Spielmacherin. So, ein schöner Treffer haben wir hier gesehen. Sehr schön, mit großer Wurfgewalt wieder. Mit der 88 ist das Anna Maria Babic. Hat einen ordentlichen Hammer, ja. Definitiv zieht er vom linken Rückraum auf rechts und schließt dann doch sehr, sehr wuchtig ab. Und ich muss es fast auch sagen, diese Abstände und Rückstände, die kenne ich beim SSV schon. Immer wieder in der ersten Hälfte. Das sind genauso diese 2-3 Tore. Das werden sie nicht los. Ihre beste Phase haben sie meistens kurz nach der Pause. Genau. Da sind sie eigentlich immer ganz, sind sie sehr wach und bereit. Zu Beginn funktioniert das noch nicht ganz. Ja, jetzt aber. Jetzt wurden die Grazerinnen gestoppt. Die Möglichkeit. Und wir sehen das erste Anschluss. Timeout. Ja, aber das nimmt, glaube ich. Ich glaube, das war Emanuel Dietzer, der genau, hat eine Timeout-Karte. Ja, ganz genau. Wir sehen die Timeout-Karte. Und unser fliegender Reporter. Ladies. Sebi Neier ist bereit. Shoot too soon. I need wings to come out. They take it. Amen. Running in when we have no two, when we don't play two or three. Wechsel. Pause. Vicky. Eins auf Mitte. Kreis wechseln. Okay? Und okay, hey ladies! Show patience, please! It's you shoot, 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 and you don't score! Okay? Auch diese Fehler angesprochen haben, dass man versucht, halt das zu verhindern. Aber es ist schon allein Motivation, wenn der nur loslegt, ja, bei einem Timeout. Und das tut der Mannschaft und das tut ihnen wirklich gut. Ja. Tut ihnen gut. Es braucht dann auch mal eine kurze Pause, eben vielleicht mal neu ordnen. Ich glaube, sie haben jetzt systemmäßig nicht so viel umgestellt. Ich glaube, er hat eher noch betont, so wie es ausgesehen hat, das zu spielen, was er vorgegeben hat, auch vor dem Spiel. Allerdings ist jetzt Julia Marksteiner auf rechts aus, rechte Rückraum gerückt. Und Viktoria Marksteiner ist im Spiel mit der Nummer 17. Also beide Marksteiner. So, jetzt sehen wir es. Jetzt ist sie auf links gegangen, die Julia Marksteiner. Und Todorova ist jetzt herüber gewechselt mit der 5. Also da haben sie jetzt, probieren sie jetzt ein bisschen eine andere Variante. Als Überraschungseffekt möglicherweise. So, da sehen wir die 5. Und da ist jetzt Julia Marksteiner. Ah, genau das war das, was man verhindern wollte. Und dann wunderbarer Treffer durch die Nummer 88. Das ist ja wieder Anna Maria Babic, die jetzt immer wieder ja, in guten Abschlusspositionen dann aber auch sicher ist, sehr, sehr sicher wirkt. Ja, 7. Treffer, das ist in die Hose gegangen. Der Versuch im Moment, aber wir bleiben bei Todorova ist rechts, dann mit der 17 in der Mitte. Ah, jetzt ein schöner Treffer. Toll gemacht. Todorova, das ist ihr 2. Treffer. Ja, dann ist sie schon, oder ist man jetzt schon wieder ein bisschen näher dran. Ganz genau. Franz Jammern ist jetzt rausgegangen. 5. Treffer für das Team des SSV. Schon 17 Minuten gespielt in der ersten Hälfte. Ja, für die Dampenerin wird es wichtig sein, einfach dran zu bleiben jetzt einmal. Die ist aber unglaublich. 88 spielt ganz stark heute. Ist bis jetzt der Unterschied. Maria Babic, ja. Die Unterschiedsspielerin. Ui, schwerer Fehler würde ich jetzt mal es so nennen. Und das rächt sich nämlich durch die nächste starke Spielerin, Anja Skerlak, die hier den 8. Treffer markiert. Ganz genau. Den 9. Den 9. schon 9-5, 4 Tore Führung. Ja, das ist jetzt eine kritische Phase. Viel mehr sollten es nicht mehr werden, sonst wird es sehr, sehr schwierig für Schorn.
auch hier wieder zurückzukommen. Es sind aktuell 18 Minuten jetzt dann gleich gespielt. Da ist das Glück jetzt nicht auf Seiten der Damen, aber schön. Marie Huber sichert sich den Abpraller nach dem Lattenwurf von Todorova und erzielt den Treffer zum 6:9. Damit sieht es ein bisschen besser aus. Ja, und auch Graz macht Fehler. Macht Fehler, trotzdem bisher guter Auftritt der Grazerinnen. Hier zu Gast in Vorarlberg. Man hat es gehört vom Trainer am Arlberg. Da hat man sie ohne irgendwelche Probleme durchgelassen. Negativ hat oft auch Positives. Ganz genau. Ja. Sie werden wohl einen negativen Test dabei gehabt haben. Das blüht uns ja auch morgen. Wir sind ja aktuell auch in Tirol und kommentieren das Spiel hier aus Umhausen, aus unserem WM-Studio. Genau, da ist man auch völlig in einer Blase drin. Also das funktioniert schon gerade gut. Mit der 77 sehen wir Katharina Gladowitsch jetzt. Ja, und deine 2-Minuten-Strafe für Agnes Kerlak. Also schon und 2 Minuten in Überzahl. Konnte man aber vorhin, glaube ich, nicht dementsprechend umsetzen. Ah, auch hier wieder der Fehler, aber der Ball ist sicher. Wo soll sie hinspielen? Jetzt und darüber wieder über die Mitte. Und auch dieser Versuch geht vorbei. Es sind dann doch zu viele Fehlwürfe. Der Ansatz wäre immer sehr gut, weil es eigentlich sehr gut gespielt, auch die Lücke aufgemacht. Man hätte alle Möglichkeit gehabt. Macht nichts. Ja, weiter geht's. Aktuell ist das größte Problem die Quote beim Torabschluss. Zu viele Würfe gehen neben das Tor. Nicht einmal so die Torhüterin wie beim letzten Heimspiel. Da war ja die... Ja, im Cup war es. Ja, im Cup war das, genau. Ja, genau. Im Cup, die Niederlage im Cup. Da war es ja die gegnerische Torhüterin, die einen Wurf nach dem anderen pariert hat. Ungarin im Tor, haben wir doch gesehen. Also. Ganz genau, das war gegen Wiener Neustadt. Ja, gewaltig gehalten. So, es bleibt beim 6:9 und Graz bleibt im Ballbesitz. Da wurde auf Foul entschieden gegen die Dornbirnerinnen. Also Wiener Neustadt noch zur Ergänzung. Das war damals Rekka Schneck, die auch zur besten Spielerin der Gäste ausgezeichnet wurde. Ja, super Torhüterin Schneck. Also die hat viel gehalten und sie hat den Unterschied gemacht. Aber jetzt hier auch gute Parade der Heimtorhüterin und schönes Tor. Das ist das 7:9. Vielleicht noch ein Wort zum Cup. Da ist ja eben, wie angesprochen, Wiener Neustadt weitergekommen. Und die spielen in der nächsten Runde gegen den Sieger von Feldkirch gegen Hypo Niederösterreich. Und da kommt es bereits am Montag zum Rückspiel in Feldkirch dieses Mal. Also da werden beide Teams gemeinsam in den Bus sitzen. Nein, das natürlich nicht, aber... Hintereinander herauffahren. Hintereinander. Möglicherweise, ja. Ja, für die Feldkirchen natürlich immer auch gute Gelegenheit, weil gegen solche Klasse-Mannschaften, da kannst du nur lernen und viel Erfahrung sammeln. Und das ist natürlich toll für die Mannschaft rund um Elisabeth Schneider. Coole Mannschaft, die Feldkircherinnen. Und die treten also da im Cup noch an, während jetzt im 7 Meter Anna Maria Babic gegen Angela Raganovic im Tor antritt. Ja, fast wäre sie dran gewesen, aber der Treffer zählt. Und Anna-Maria Babic bisher die beste Spielerin auf dem Platz. Die Firma Pfanner präsentiert heute dieses Spiel als Partner des SSV Schorn-Dornbirn und K19. Und darum können wir auch solche Spiele übertragen. Pfanner Fruchtsäfte also hier als Partner mit dabei. Es bleibt Johannes immer wieder bei den 3 Toren. Ist, ja, Dominern gelingt es da nicht näher heranzukommen aktuell, aber das müsste wieder eine 2-Minuten-Strafe geben. Ja, Marie Huber hier gelegt worden und jetzt gibt sie ab für Gladovic. Ganz genau, Katharina Gladovic übernimmt jetzt oder es kommt noch jemand von der Bank.
eher ungewöhnlich, dass eine Kreisläuferin wirft. Nein, es gibt nur einen Freiwurf, keinen 7 Meter. Es war keine Abwehr im Kreis, sondern nur in Klammern, für die es 2 Minuten gegeben hat. Jetzt aber wieder Überzahl für Dormin. Und jetzt gilt es, einmal aus dieser Überzahl etwas zu machen. Und das gelingt Leonie Gerbis mit einem wunderbaren Lauf und einem Wurf vom rechten Flügel zum 8:10. Das kann sie natürlich perfekt immer wieder ins linke Eck oben, wenn sie antritt. Also da ist sie hier erfolgreich gewesen und tut der Mannschaft gut. Aber jetzt super Tor der Nummer 3. Anja Skerlak, der mittlerweile, glaube ich, dritte oder vierte Treffer von ihr. Ja, ganz genau. Und das ist der Unterschied. Leonie Rinner und Anja Skerlak spielen sich da sehr, sehr schnell durch, sind gedankenschnell bei diesem Freiwurf. Da war die Dormener-Deckung einfach noch nicht geordnet und das haben sie schnell ausgenutzt. Bei den Dormenerinnen dauert es häufig ein bisschen zu lang. Und Graz ist sehr, sehr wach, sehr, sehr vorbereitet in der Defensive auf das Dormener-Angriffsspiel. Handball bei K19 gibt es mit dem SSV Schorn, Dornbirn als Kooperationspartner und mit Alpler HC Hart. Wann gibt es den nächsten Teufelstalk mit Michi Knörrt? Den müsste es meines Wissens am Mittwoch geben. Da freuen wir uns schon drauf. Auch das bereits Kult bei K19. Und das war eine gute Abwehr. Der Torhüterin von Handball Graz, ja, müssen Sie aufpassen. Sind es doch wieder 3 Treffer Unterschied und das aktuell in Überzahl. Und Ballbesitz Handball Graz. Ja, derzeit hätten die Grazerinnen 6 Punkte und die Dornbirnerinnen würden auf ihren 10 Punkten sitzen bleiben. Und auch daran sieht man, der Abstand ist nicht riesengroß, also ganz beruhigt darf man noch nicht sein. Ja, vor allem sind es jetzt 4 Tore Unterschied. Also der wächst schön langsam, wenn auch nicht schnell, aber kontinuierlich um 4 Tore. Da sollte man doch noch aus Sicht der Heimmannschaft einiges unternehmen, um den Pausentee halbwegs erträglich hinunterzuschlürfen. Ganz genau. Der Torwart hat jetzt die Seite gewechselt, spielt im rechten Rückraum. Aber auch das nutzt noch nicht so viel. Die junge Mannschaft versucht immer alles auf Seiten des SSV Schorn-Dornbirn, also immer höchst eingestellt von Emanuel Dietzer. Und Julia Marksteiner wieder als Spielmacherin in der Mitte, Rückraummitte. Für Gladovic. Das ist übertreten, ist sie im Kreis gestanden. Ich habe zuerst gedacht, ein Foul, aber nein, sie ist im Kreis gestanden beim Abschluss. Und damit Ballbesitz Graz. Graz, und das noch 25 Minuten und dann sind noch einmal die Möglichkeit. Skerlak wieder mit dabei natürlich beim Aufbau. Auf der anderen Seite drüben jetzt sehen wir die Anna-Maria Babic. Die ist jetzt hinübergewechselt, jetzt kommt jetzt wieder rüber. Und gutes Anspiel an den Kreis. Und Verteidigung im Kreis, das müsste einen 7 Meter geben. Mhm. Und das übernimmt jetzt Anna-Maria Babic erneut gegen. War sie genau vor wenigen Minuten erfolgreich? Ganz genau, gegen Roganovic. Und auch jetzt. Erster Versuch links, zweiter Versuch rechts, beide erfolgreich. Zweimal Tor, Handball Graz. Und das ist die deutliche Führung inzwischen. Das ist das 13:8, 5 Treffer Unterschied. Das ist schon einiges. Deutlicher als vermutet. Mit der Favoritenrolle kommt Schorn also noch nicht so ganz zurecht. Emanuel Dietzer hat es ja vor dem Spiel angesprochen. Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie als deutlicher Favorit ins Spiel gehen. Aber auch wir haben gesagt, Graz, die haben das letzte Spiel schon deutlich gewonnen. Und vor allem, man muss es auch sagen, also mit Skerlak, mit die Nummer 3 und mit Babic spielen die einen richtig guten Handball, vor allem sehr, sehr effektiv. Ja, definitiv im Rückraum deutlich überlegen aktuell. Und sie bekommen auch den Platz in der Mitte. Sie mussten noch nicht über den Flügel spielen, noch nicht ausweichen. Sie bekommen den Platz in der Mitte, um sich da durchzukombinieren. Ja, da bin ich dann schon gespannt, was Sebastian Neier da herausholen wird.
in der Halbzeit bei dieser Analyse. Und ich wäre ganz gerne bei der Pausenansprache dabei. Die würden wir uns gerne anhören von dem Manuel Dietzer, ja. Jetzt hat man hier noch Glück gehabt, aber es sind einfach die vielen. Jetzt wieder Julian Marksteiner, Dorova, Gerbis ins Kurzeck. Leonie Gerbis, die hat jetzt 2 Versuche, 2 Treffer. Ja, dann hat sie toll hineingebaut, 9-13. 2,5 Minuten noch in dieser ersten Hälfte. Und das ist die Auszeit für Graz. Vielleicht bekommen wir jetzt ein bisschen mehr mit. Sebastian Neuer ist schon am Weg zum Grazer Kreis, zum Grazer Team, wo jetzt der Trainer Matthias Kuchling die Ansprache halten wird. Davidovic, hold to second and go back. Okay? Then we will have free space over there. Leo, it's on the other side. Ivana, it's on the other side. Go one-on-one with her, but go to this side. Okay? If they go together, pass Davidovic. You must jump. Okay? Whatever happened, go back. Try to steal the ball. Lisa, you can do it. Try to steal the ball. Positive Energie hineingeflossen und hat sich im Kreis der Reihe nach verbunden, glaube ich. Ganz genau. Eine 4-Tore-Führung für die Gäste aus der Steiermark, die ja heute eingereist sind. Kuchling hat es angesprochen, eine Fahrt ohne Probleme, aber sie ist sehr, sehr lang. Das ist natürlich für Teams, eben nicht nur aus Profis bestehen, immer eine sehr, sehr große Herausforderung, diese 7-8 Stunden Fahrt bis nach Vorarlberg und dann geht es heute Nacht auch wieder zurück. Also das, da kommt man dann sehr, sehr spät auch erst ins Bett. Das ist sie, also aus der Steiermark herauf ein breiter Riemen, bis man dann im Lände angelangt ist. 2 Minuten jetzt noch zu spielen in Halbzeit 1. Die finalen 2 Minuten. Des ersten Abschnitts. 9-13 der Zwischenstand zwischen dem SSV Dornbirn und Happel Graz. K19 im Fernsehen, sowohl bei Magenta wie auch bei A1. Über 900.000 Haushalte sieht man dieses Spiel jetzt hier online und natürlich auch im Social Media. So, ja, ärgerlich. Ja, zuerst pariert Roganovic noch gut, aber dann, ich glaube, Lisa Spalt staubt er dann doch noch ab und erzielt das 14-9. Ja, sind wieder die 5 Treffer. Aber man hat wieder die Möglichkeit auf der anderen Seite. Effektiv, sehr gut, Todorova. Madeleine Todorova ist die, die vielleicht am meisten aktuell dagegen hält. Die ist ja erst im Winter gekommen. Eine der beiden Bulgarinnen mit Lydia Kovaceva, die jetzt allerdings verletzt ist. Ja, fällt aus. Die beiden, die haben ja dann ordentlich gleich sich ins Zeug gelegt. Und das war dann auch eigentlich der Punkt, wo man dann wieder Punkte gemacht hat. Diese entscheidenden Punkte, wichtigen Punkte, um ins hintere Mittelfeld zu kommen. Ganz genau. Es ist ja schon vor Saisonbeginn die legendären Reka Lovaski ausgefallen. Von der hat man sich sehr, sehr viel erhofft. Die hat auch im ersten Testspiel extrem aufgezeigt. Da hat sie gezeigt, dass sie den Dornbirnerinnen helfen kann, dass sie absolut stark ist. Und dann hat sie sich, ich glaube, im Knie schwer verletzt. Die wird die ganze Saison ausfallen. Und genau. Deshalb musste Schoan im Winter noch nachlegen. Ja, die Nummer 14, glaube ich, war es mit dem Treffer für Graz. 15-10 jetzt. Hier die 5 Tore Unterschied, die wir haben und damit bleibt es bei diesen 5 Toren, Johannes. Es bleibt bei diesen 5 Toren, aber damit können die Hausherren, die Gastgeberinnen, muss man sagen, nicht zufrieden sein. Absolut nicht. Also wenn man das jetzt hier hernimmt, diese erste Hälfte ist sicherlich ein bisschen zum Vergessen. Trotzdem, junge Mannschaft und Emanuel Dietzer sagt es immer wieder, man probiert es bei jedem Spiel. Irgendwann wird es funktionieren. Ja, absolut. Eine junge Mannschaft,
die sich aber natürlich nicht so abkochen lassen darf vom Tabellenletzten. Das ist, ja, das ist zu wenig. Und da wird auch Emanuel Dietzer klare Worte finden. Wir haben es aber schon angesprochen, die beste Phase ist meist jene kurz nach der Pause. Also es ist da doch definitiv noch nichts entschieden. Also es kann da durchaus noch, ja, noch aufgeholt werden. Kurze Pause gibt's bei uns und dann sind wir sicherlich mit Stimmen aus Dornbirn zurück. Wir sind zurück im WM-Studio in Umhausen, im WM-Studio der Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft hier in Tirol im Ötztal. Da sind wir schon die ganze Woche, haben berichtet über zuerst über den Weltcup der Naturbahnrodler in Südtirol, dann über natürlich diese WM. Hatten wir gestern auch Fußball im Angebot. Austria Lustenau haben wir hier aus dem WM-Studio begleitet. Und heute eben Handball. SSV Dornbirn schon gegen Handball Graz. Da steht es zur Pause 10 zu 15. Das ist ein Ergebnis, das nicht unbedingt zu erwarten war. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist schon noch was möglich, Martin. Also ich bin überzeugt. Ja. Also wenn es Ihnen jetzt gelingt, nach der Halbzeit, dass man vielleicht wirklich zwei Tore schnell mal aufholen könnte, dann ist da schon noch einiges möglich. Also von dem her, ich nehme an, Sebastian Neuer wird uns jetzt sicherlich gleich zugeschaltet werden, möglicherweise aus der Halle. Vielleicht kann er irgendwas holen, eine Stimme, was man denn machen kann, ja, aus Sicht der Heimmannschaft. Ja, definitiv bin ich auch gespannt, auch, ob sie ein bisschen reagieren, ob sie vielleicht ein bisschen umstellen. Man hat jetzt noch nicht so viele Wechsel gesehen. Es gibt ja doch ein paar Junge, es hat... Emanuel Dietz hat doch jetzt auch ein größeres Talentereservoir zur Verfügung. Er bringt sie dann noch gerne auch in Situationen, wo es ernst ist. Also er hat da keinerlei Ängste, die da ins kalte Wasser zu werfen. Absolut, das ist die Philosophie des Vereines. Das wird auch durchgezogen, sagt Günther Markstein auch immer. Wir bauen die Jungen ein, wir geben ihnen die Möglichkeit. Gerade in solchen Situationen können sie ja viel Erfahrung sammeln. Auch wenn es der Schuss nach hinten geht, aber... Da lernt man. Deshalb so gehört es gemacht. Wir können vielleicht einen Blick in die anderen Hallen werfen. Wir haben heute schon über Alpla HC Hart gesprochen. Die spielen eben am 27. Dieses Spiel gegen HC Linz wurde heute abgesagt aufgrund eines Corona-Falles beim Gegner. Das ist immer wieder ein Problem natürlich im Sport. Ja, das gehört dazu. Also das hat man immer wieder in der Halle. Und ich höre jetzt gerade, wir haben in der Halle... unseren Kollegen Sebastian Neuer. Also, dann würde ich sagen, schalten wir mal hinüber, was er uns zu sagen hat. Na, Günther, im Studio hat man es angesprochen, es geht vor allem auch um die jungen Spieler, dass der SSV den jungen Spielern die Chance gibt. Ist es gerade jetzt in einer Situation wie dieser, wo man jetzt zur Pause mit 5 Toren zurückliegt, da richtig und wichtig, den Jungen auch Verantwortung zu übergeben? Ja, klar. Ich meine, nur so lernen sie es. Also es ist in den einfachen Phasen oder wenn man weit vorne ist, oder, dann lernen sie natürlich nicht so viel wie jetzt in diesen Phasen, wo sie sich den auch reinhauen müssen. Was natürlich schon ist, jetzt gerade erfahrene Spielerin wie Lydia fällt uns natürlich gerade in so einer Situation, weil die halt das Spiel beruhigen kann in der Mitte und das Ganze auch ein bisschen leiten und ein bisschen organisieren.
Ja, das ist natürlich schade, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das sind 5 Tore in der Halbzeit. Handball ist, wie wir wissen, sehr, sehr schnell und da kann sich sehr, sehr schnell sich was verändern. Man muss einen kleinen Lauf hineinkommen. Die Chancenauswertung ein bisschen besser nutzen, also die 100%ige und vielleicht nochmal einen 7 Meter treffen, weil da haben wir jetzt in letzter Zeit relativ viele gebraucht. Und dann bin ich guter Dinge, dass da noch alles passieren kann in der zweiten Halbzeit. Der Trainer Emanuel Dietz hat es vor dem Spiel bei mir im Interview angesprochen, man muss ein bisschen ruhiger werden vor dem Tor, ein bisschen konzentrierter werden im Abschluss. War das ausschlaggebend für diese 5 Tore, für diesen 5 Tore Rückstand? Oder an was hat es generell gelegen heute in der ersten Halbzeit? Ja, sicher mit auch. Also wir haben es gesehen, aber freie Würfe muss ich halt auch treffen, jetzt wie zum Schluss, jetzt wieder vom Kreis. Es sind halt so, ja, die 100%ige Chance, die wir einfach jetzt noch zu viel liegen lassen. Und auch ein bisschen mehr Dynamik im Angriff muss reinkommen. Also das ist jetzt alles noch ein bisschen statisch. Sie haben sich trainiert die ganze Woche und haben so, ja, gerade gestern im Abschlusstraining recht gut gemacht, aber Training und Spiel sind doch 2 Paar Schuhe. Aber wie gesagt, sie müssen sich jetzt reinhauen, Gas geben, abhaken die erste Halbzeit und die zweite nochmal voll draufhauen. Vor dem Spiel habe ich auch gesagt, es ist die Favoritenrolle auf Seiten der Dornbirner. Emanuel Dietz hat gesagt, gefühlt das erste Mal in der klaren Favoritenrolle. Liegt die den Dornbirnerinnen nicht so gut? Naja, klar. Favorit ist immer so die Sache. Du musst liefern. Für das sind sie zu wenig konstant, dass sie permanent liefern. Also sie haben das ganz gut gemacht. Wie gesagt, schade, dass wir jetzt in der Mitte eben diese Ruhe nicht haben. Und die Jungen geben Gas, sie probieren alles, aber es ist einfach noch ein kleines, ja, es fällt einfach noch das letzte Quäntchen. Was wird der Trainer in der Halbzeit jetzt den Mädels sagen? Es hat geheißen, er kann auch schon mal laut werden. Wird er heute laut? Also ich denke schon, dass er laut wird in der Halbzeit, weil da waren schon ein paar Aktionen dabei, wo ich einfach sage, da muss einfach mehr kommen. Beziehungsweise müssen sie einfach ein bisschen mehr Einsatz sorgen. Und ja, er rüttelt sie hoffentlich wach in der Halbzeit, das macht er. Und dann schauen wir, dass sie hoffentlich gut ausstarten in die zweite, weil das ist auch immer so ein Manko von uns in der zweiten Halbzeit. Anfang zweite Halbzeit haben wir immer einen kleinen Hänger drin. Dann können wir uns heute definitiv nicht leisten. Aber Martin Böckl hat es angesprochen, es ist oft so, dass man in der ersten Halbzeit ein bisschen in den Rückstand gerät, aber in der zweiten Halbzeit dann auch auftritt. Was ist definitiv noch drinnen? Ich meine, man rechnet eigentlich auch mit den 2 Punkten. Ja, drin ist alles. Also wie gesagt, das 5 Tore sind, ja, klingt im ersten Moment viel, aber im Handball ist alles drin. Ja, 2 Punkte wären schön, klar, keine Frage. Es geht die Welt hinunter, wenn es nicht ist, aber es ist natürlich schon so, dass es wichtige Punkte wären, die wir unbedingt brauchen im Abstiegskampf. Bitte, Marc Schneider, dann sage ich vielen herzlichen Dank, wünschen wir spannende 30 Minuten und ja, zu euch zurück ins Studio. Es geht in wenigen Augenblicken hier weiter. Ja, man hat im Hintergrund gesehen, die Teams sind schon so gut wie bereit für die zweite Hälfte. Martin, was erwartest du dir? Das, was der Günther gesagt hat, sie müssen es abhaken, sie müssen es probieren. Wenn es geht, dann geht's und wenn es nicht geht, dann muss man halt aufs nächste Spiel wieder schauen. Aber so ist es. Emanuel Dietzer, du kannst dich erinnern, hat ja bei dir im Interview auch vor, glaube ich, 2 Spielen gesagt, hey, jetzt haben wir mal die 10 Punkte. Also jetzt sind wir mal ein bisschen heraus aus dem ärgsten Schlamassel von hinten und wir müssen es einfach probieren. Ganz genau. Allerdings, zu viel darf man sich dann auch nicht erlauben. Ja, der ärgste Schlamassel, der kommt schnell wieder. Der könnte schnell wieder da sein. Ja. Wenn Graz eben heute gewinnt, dann sind es wieder nur 4 Punkte. Also. Vor allem sind das normalerweise einfach Pflichtpunkte, die du holen musst. Und dann bist du gesichert. Aber wenn man das nicht tut, weil da kommen jetzt dann noch andere starke Mannschaften. Und da muss man schon wieder aufpassen. Ja, wir können es vielleicht nochmal ansprechen. Das nächste Spiel, das ist dann das Derby gegen den HC Sparkasse Blau-Weiß-Feldkirch am 27. Februar live aus der Sporthalle am See in Hard. Also da ist das Spiel wieder nach Hard verlegt worden. Da geht es dann im großen Derby gegen Feldkirch um die Krone des Vorarlberger Handballs. Ja, da freuen wir uns natürlich und das sind immer sehr, sehr tolle Spiele. Die werden wir also, wie gesagt, wird auch bei Loola zu sehen sein und diese Partien, die haben schon richtig drauf. Wir hören uns, jetzt wird gleich wieder gespielt und wir freuen uns jetzt auf diese zweite Hälfte. Wir sind da positiv. Aber auch die Grazerinnen und viele Grazer Fans schauen zu, muss man sagen, die verkaufen sich hier einfach bisher gut. Definitiv. Also das Spiel geht schon weiter. Noch nicht ganz. Er hat die Kamera momentan nur so eingestellt, weil er muss wechseln. Also wir haben, ganz genau. Er rennt jetzt hinauf und wird dann diese. Jetzt ist er wieder da. Also die Bedingungen in der Dornbirner Messehalle sind dann nicht so einfach. Die Kamera, die steht auf der Sprecherkabine, die ist frei schwebend und man muss da eine Leiter erklimmen. Das ist nicht immer so einfach. Unsere Kamera
Kameramänner leisten bei, immer Großartiges. Genau, der Alex Gogl, alter Kunstturner, der macht das schon. Ja. Und ist bereit. Also es steht 10 zu 15, es ist 50 Sekunden sind jetzt gespielt, also wir haben da nur nichts verpasst. Es bleibt beim 10 zu 15 aktuell und Ballbesitz Graz. Ja, überhaupt muss man sagen, das dürfen wir schon ein bisschen, also Eigenlob soll man ja nicht machen, aber wir haben hier mittlerweile die dritte Übertragung, Fußball gestern Abend zum Beispiel neben dem Ganzen, dann heute die ganze WM mit dem ORF zusammen, jetzt wieder Handball, also da bringen unsere Crew bringt hier ganz Tolles und das habe ich dir gesagt, wenn sie rankommen würden, dann müssen sie schnell ein Tor erzielen und das hat eine erzielt, nämlich... Ja, Julian Marksteiner mit einem Wurf ins lange Eck, ein ausgezeichneter Treffer. Das ist so ein bisschen Rezept, das in der ersten Hälfte noch gefehlt hat. Da war doch Graz im Rückraum deutlich stärker als Dornbirn. Und jetzt kämpft sich die Grazerin durch zum Tor. Ja, es ist die Ivana Nikolic, die hier den Treffer macht. Das ist das 12 zu 15, also 11 zu 16, Entschuldigung. Genau, 11 zu 16. Da habe ich zu den, bei den falschen einen Treffer dazu gezählt. Ja, den werden wir gleich anbringen, den Treffer dann. Jawohl. So, jetzt können Sie wieder aufbauen und jetzt müssen Sie eigentlich verkürzen. Also wir haben vorhin ganz kurz schon über diese Corona-Situation gesprochen, die natürlich auch den Handballsport immer wieder in Atem hält. Eine Granate haben wir hier gesehen. Stark. Franziska Amann mit dem Wurf und dem 12. Treffer. Das sieht man, wenn Franziska Amann zum Wurf kommt, dann ist sie ganz gefährlich. Sie tut sich oft einmal ein bisschen schwer, sich da durchzusetzen, aber wenn sie zum Abschluss kommt, dann hat sie einen tollen Wurf, toll platzierten Wurf hier ins Kreuzeck. Und auch das gibt einen 7 Meter. Das ist wohl wieder eine Aufgabe für Anna-Maria Babic, die bisher makellos von der 7-Meter-Linie ist. So, Angela Roganovic im Tor der Dornbirnerinnen. Aber diesmal... Hätte sie abgewehrt, weil die Nummer 15 hat, genau. Ist da angetreten. Ivana Nikolic hat es versucht, ist im ersten Versuch gescheitert an Roganovic. Allerdings der zweite Versuch war dann drin. So, jetzt wurde schnell gespielt einmal. Ja, genau, faul gepfiffen, müssen sie aber warten. Und jetzt geht's weiter. Noch nicht. Und Amann spielt jetzt in der Mitte. Da hätte Roganovic super abgewehrt gehabt, aber das... Eben schade, nochmal an den Ball gekommen. Und jetzt Marksteiner. Aber das gibt 2 Minuten für die Nummer 15. Ja, 15 ist noch da bei uns. Ich glaube, es ist die Nummer 5 gewesen. Haben wir die? Ne, habe ich jetzt nicht bei mir am Zettel stehen. Auf jeden Fall. 15 ist noch erinnern, glaube ich, bei den Grazerinnen. Da drüben gesehen. Und die Leonie Gerbis hat die Aufgabe übernommen und gut gelöst. 13 zu 17. Ein Treffer rangekommen und auf der anderen Seite geht schon wieder weiter. Also Leonie Gerbis, nachdem zuvor in der ersten Hälfte Marie Huber zweimal vergeben hat, den 7 Meter, übernimmt jetzt Leonie Gerbis und sie macht diese Aufgabe etwas besser. Sie ist bisher allgemein, das war ihr dritter Treffer in diesem Spiel beim dritten Versuch. Es geht so schnell, man kommt dann kaum zum irgendwas anderes sagen. Ich wollte gerade sagen, dass eben viele Partner des Vereins diese Übertragungen auch unterstützen. So, unter anderem heute auch Panner und ein Tor der Nummer 18. Und das ist Franziska Amann. Franziska Amann trifft, es klingelt auf beiden Seiten jetzt andauernd. 4 Tore Unterschied aktuell zwischen dem SSV Dornbirn und Handball Graz. Und das war wieder die Nummer 15. Ivana Nikolic. Ja, das ist zu einfach. Dieses einfache Kreuzen des linken und rechten Rückraums immer in die Mitte.
zu viel Platz gelingt den Dominerinnen nicht. Das war jetzt Marie Huber. Leonie Gerbis, Entschuldigung, die erneut trifft. Ist für mich bisher die stärkste Dornbirnerin. Na, halt den nächsten Treffer hier markieren können. Es bleibt bei den 4 Toren Differenz. Derzeit 5 Minuten mittlerweile wieder gespielt in der zweiten Hälfte. 15-19. SSV Schorn gegen Hampel Graz. Auch jetzt gibt es hier auf der anderen Seite 2 Minuten. 2 Minuten, ganz genau. Für die SSV Schorn. Ja, ich glaube, Gerbis war das, ja. Nein, oder? Linda war es, die jetzt hier raus muss. Also die hat jetzt die 2-Minuten-Strafe erhalten. Sophie Valerie Windler, glaube ich, ist jetzt draußen. Oder hat man zumindest gehört. Aber die Möglichkeit, so, jetzt langsam aufbauen. Amann, Todorova, hier haben wir Julia Marksteiner mit der 23. Marksteiner. Also eben aktuell in Unterzahl, deshalb keine Kreisläuferin. Ja. Aufgeboten ist auch eine. Und eine Lücke wird sich hier nicht auftun, wollte ich gerade sagen, Babic. Lässt diese riesige Chance liegen, ja. 20. Treffer und damit weiterhin 4 Tore Unterschied. Also die einfachsten, die macht sie dann doch nicht. Nein, die macht sie nicht. Viele hat sie gemacht, aber die einfachsten nicht. So, jetzt heißt es wieder konzentriert sein. Also knapp 7 Minuten sind gespielt in der zweiten Hälfte. Der aktuelle Stand 15-19. So, Todorova probiert sich selber, Julia Marksteiner. Und wieder der nächste einfache Fehler, Abspielfehler. Und die Nummer 15 trifft erneut. Ivana Nikolic, 20-15. Jetzt, glaube ich, 4 Treffer innerhalb von etwa 4 Minuten erzielen können oder 5 Minuten. Aber auch das wieder ein Fehler, eine Einladung der Dominerinnen. Aber ist schwer und glaube ich, da muss man einfach auch mit dieser jungen Mannschaft bei Dornbirn Geduld haben. Das ist auch für Emanuel Dietzer wahrscheinlich zum Haare raufen. Schön. Ja, ja. Todorova mit dem Wurf von unten, dem Hüftwurf. Hält den Rückstand so, dass er noch nicht ganz so bedenklich ist. Ja. 16-20, aber die Grazerinnen, die lassen einfach nicht locker. Und die sind mit vielen Ambitionen hergefahren. Du hast es immer wieder auch gesagt, mit einem Erfolg aus dem letzten Spiel, deutlichen Erfolg. Und da wollen sie anknüpfen hier heute. Ja, ganz genau. Und man muss es auch wieder sagen, SSV Schorn Dornbirn findet derzeit kein Mittel, dass man da schnell mal vielleicht 2, 3 Tore aufholen könnte. Ganz genau. Und um es zu verdeutlichen, die Grazerinnen, die haben eben dieses letzte Heimspiel gegen Feldkirchen mit 37-23 gewonnen. Aber da wäre schon mal vielleicht wieder ein bisschen ein Mittel. Auch so kann es gehen. Schnell spielen, schnelle Mitte, schnell durch die Mitte noch diese Gegenstöße nutzen. Das 17-20. Sarah Kojic hat es gemacht hier, den Treffer. So, und jetzt haben sie wieder die Möglichkeit. Und wenn der sitzen würde und der sitzt, dann ist man auf 2 Tore wieder dran. Sophia Oelz mit dem Treffer zum 18-20. Und da zieht jetzt der Graz-Trainer Matthias Kochlinger ein bisschen nochmal die Reißleine und will diesen Lauf der Dominerinnen unterbrechen. Jetzt fahren wir hinein. In 12 Minuten, they score 8 goals. From that, 3 for counter-attack. You don't need coach for that. You can play. It's the same play like you now and nothing will change. Focus. You are out. Right wing, right back. Kreitz, central back, left back, left wing. Concentrate over there. Ball back, beam, ball back. Don't work now. Control, second Kreitz and control. Play again, play again. 1 minute out.
Sie sollen einfach dieses ganz einfache Spiel weiterhin spielen. Er hat gesehen, spielt euer Spiel. Es ist ein bisschen Unruhe reingekommen in den letzten Minuten. Weißt du, und das ist auch das Schöne bei dieser Mannschaft SSV Schorndornbirn. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, sind sie plötzlich wieder da und zwei Tore sind im Handball eigentlich gar nichts. Jetzt kommt wieder so eine ganz wichtige Phase, dass man vielleicht halt dann auch den Schlendrian mal heraus hat, also mit den Abspielfeldern. Ganz genau. Innerhalb von kurzer Zeit eben von 5 Treffern Rückstand verkürzer. Und auch hier gelingt der Abschluss nicht der Grazerin. Und da könnte man wirklich jetzt bis auf einen Treffer rankommen. Ja. Das war Anna-Maria Babic mit dem Heber, der am Tor vorbeigeht oder eigentlich drüber geht über die Latte. Ja, da hört man die keine Zuschauer aus Graz, sondern das sind die eigenen Spielerinnen. Ja. Ganz genau. Das machen ja die Teams so. Sie sind das gewohnt, in Unterstützung. Da werden dann alle möglichen die Ersatzspielerinnen, die Verletzten eingeteilt, um ein bisschen Stimmung zu machen, um ein bisschen anzufeuern. Um auch dieses Wettbewerbsgefühl zu bekommen, dass ja... Das ist vielleicht das Schwierigste, immer in diesen Modus zu kommen, wenn es so ruhig ist in der Halle. Wenn keine wirkliche Spielatmosphäre aufkommt, dann ist das Gefühl wie bei einem Training. Jetzt hat Marc schon einmal das Zuspiel im ersten Versuch verhindert, allerdings im zweiten Versuch das Foul von Marc Steiner und damit 7 Meter. Da ist sie im Kreis dann gestanden. Und jetzt ist es wieder eine Aufgabe für Anna-Maria Babic. Ja, jetzt wieder schön gemacht. Also. Toller Treffer zum 21:18. 21:18, 3 Treffer Unterschied für die Gäste. Aus Graz. Auf der Uhr sind noch knapp 20 Minuten zu spielen oder knapp 19 Minuten. Wieder 2 Tore Unterschied. Der Treffer zum 19:21 für Johan. Ja, vom Kreis. Ein schöner Spielzug. Marc Steiner, Todorova und dann der Abschluss. Da ist alles noch drinnen. 2 Tore Unterschied hier. In dieser Partie. Sophie Windler war das, die den Treffer erzielt hat zum 19:21. Die Kreisläuferin. Und der war abgestanden. Kein Tor, der zählt nicht. Jetzt sehen wir, sie kommt im Kreis bereits auf, bevor sie den Wurf nimmt. Oder zuvor ein Foul. Gibt es den nächsten 7 Meter für Graz? Das wäre schön gewesen, die andere Situation für die Dornbirnerinnen, aber jetzt hier ein Torhüterwechsel. Die junge Dame. Ganz genau. Da ist jetzt mit der Nummer 16 Denise Kaufmann zurück. Der Junioren-Nationalspielerin war zwischenzeitlich auch verletzt. Sie hat ein bisschen einen anderen Stil als Angela Roganovic. Ja, bei ihr weiß man natürlich sehr wendig, sehr extrem flink ist sie. So, jetzt sind sie da 3 Treffer. Ist ein Riesentalent. Und jetzt hofft man, er arbeitet es nicht zu verschenken. Ja, jetzt wäre es ganz wichtig für die Dornbirnerin da dran zu bleiben an Graz. Das Spiel, das wichtige Spiel der SSV Schorndornbirn heute gegen Graz. Momentan liegt man im Rückstand zu Hause, 3 Treffer sind es. So, und jetzt der Versuch. Kein Foul wird gegeben. Und das mal. Oh, Roganovic fährt das Bein aus und stoppt den Flügelangriff der Grazerin. Starke Parade. Also hat hier ihre Mannschaft, jetzt wieder der Fehler.
Ich wollte gerade sagen, vor einem 4-Tore-Rückstand bewahrt, aber der ist jetzt hier, während wir die Wiederholung hier sehen mit der Nummer 15. Sehen wir also den Treffer. Aber es war was, der 23. oder 24. Das war, glaube ich, der 23. Treffer. Es waren zuvor 3 Tore Unterschied. Ja. Das müsste schon stimmen. Der Marksteiner. Nikolic weiß, die zum 23.19 getroffen hat und jetzt stark über den Flügel gespielt. Nächster Treffer für den SSV Schorn Dornbirn. Man muss hinten dicht machen, wenn das geht. Aber keine leichte Aufgabe. Also Sarah Kojic hat diesen Treffer zum 20:23 erzielt. Für die Dornbirnerinnen, für das Team von Emanuel Ditzer. Ja, gute Parade wieder jetzt. Roganovic, die ist jetzt im Spiel. Ja, der hat jetzt in kürzester Zeit zweimal sehr gut halten können. Foulspiel wird gepfiffen. Damit bleibt der Ball im Besitz des SSV Schorn Dornbirn. Also nächste Woche Teufelstag bei uns wieder ebenfalls mit Handball. Fußball gibt es auch nächste Woche bei K19 am Freitag. Ganz genau. Und da ist dann der Titelfavorit der zweiten Liga. Allerdings in der Hinrunde ein bisschen Probleme hatten. Wacker Innsbruck spielt da beim FC Juniors Oberösterreich. Und die Innsbrucker, die haben gestern gewonnen. Also die haben gestern... Unglaublich. Ja, jetzt, aber es wird zurückgepfiffen. Ich wollte schon sagen, unglaublich. Also da haben sie Glück, die Dornbirnerinnen. Da wurde nämlich der Angriff abgepfiffen bei Graz. Und jetzt kann man hier aufbauen und man könnte wieder auf 2 Tore herankommen. Ja, es geht da bei diesem Freiwurf das direkte Spiel zum Gegner nicht. Und ich glaube, Julia Markstein war gerade noch nicht am Ball. Mhm. Eine Achterbahn der Gefühle. In diesem Spiel. Aber genau da zeigt sich auch, es ist so viel möglich. Also auch ein 3-Tore-Abstand ist schnell aufgeholt. Aber die Grazerinnen, die sind da sehr aktiv in der Defensive. Und spielen jetzt etwas eine offensivere Deckung. Zwei nach vorne gezogenen Spielerinnen. Jetzt muss dann schnell gehen. Da wird sicherlich jetzt dann. Was für ein Fehlpass wieder. Und Graz ist in der Offensive. In der Offensive beim Stande von 23:20 aus Sicht der Auswärtsmannschaft, der Grazerinnen. Ja, und die stoppen dann quasi ab, gehen zurück, bauen noch im Lauf, viel ruhiger. Ganz genau. Bei den Grazerinnen, das Babic mit aktuell 9 Treffern die beste Werferin. Das hat man gesehen. Nikolic hat 6-mal getroffen. Ja, die beiden. Nikolic hat sie vor allem in der zweiten Hälfte dann sehr hervorgetan. Skerlak war es ja am Anfang auch bei den Grazerinnen, die sehr effektiv gespielt hat. Und eben die Nummer 88, Babic. Die überragt alles mit 9 Toren. Die überragt aktuell alles und ist da kaum zu stoppen. Hat auch alle 4 7-Meter, die sie geworfen hat, getroffen. Und der nächste Treffer von Babic wieder zum 24:20. Ja, aktuell wieder 4 Treffer. Ja, 10 Treffer hat sie jetzt schon auf ihrem Konto. Der nächste Fehlpass, wieder ist es Julia Marksteiner. Ja, der Julia gelingt heute neben den Toren, aber eben auch einige Male leider nicht viel. Da hat sie doch einige Abspielfehler. Aber Torhüterin. Ja, Roganovic kann da parieren, kann noch Schlimmeres verhindern. Allerdings der Ball, der prallt in Seiten aus und damit weiterhin Ballbesitz Graz. Und das nutzen sie zum
25. Treffer zum nächsten Tor. Davidovic vom Flügel. Ja, die nutzen das eiskalt aus. Also da gibt es gar nichts. Die spielen bisher eine Partie genau nach ihren Wünschen herunter am heutigen Abend. Und mit 6 Punkten sind sie dann schon wieder relativ nahe. Oder haben den Anschluss oder hätten den Anschluss schon wieder gefunden in der Tabelle. Das wollte man ja eigentlich verhindern. Ja, ja, jetzt mit der Nummer 17, Viktoria Marksteiner, also die ganz junge, die jüngste der Marksteiner Geschwister. Jetzt auch jetzt eine Situation, jetzt muss man aufpassen. Wenn du jetzt... Ach, schön. Was für ein Treffer. Wahnsinn. Ja, die ist die, ich glaube, 16, 17, 16 Jahre, 16 glaube ich, Jahre ist alt. Die jüngste, also ein Riesentreffer hier gemacht. Und das, ja, muss man sagen, da bist du dann noch mit dabei. Vielleicht kann man jetzt auch einen Treffer verhindern. Kann man nicht. Kann man nicht, sehr effizient. Graz trifft zum 26:21. Die Nummer 13 war es. Ja, genau, das war Lisa Spalt. Die ihren dritten oder vierten Treffer heute macht und damit wiederum für eine 5-Tore-Führung der Gäste aus Graz sorgt. Handball Graz auf einem möglichen Weg zum Auswärtserfolg. Ganz genau, Lisa Spalt, der dritte Treffer der Flügelspielerin. So, ein bisschen haben wir das Gefühl, sie stehen viel länger. Sie stehen immer, sehr gute Deckung, die sie machen. Und Emanuel Dietzer, den hört man jetzt gut, ja, in der Halle. Er ist sichtlich unzufrieden mit der Vorstellung seines Teams. Und der nächste Fehler, das nächste einfache Tor. Hat man auch das Gefühl, dass das sehr fast hilflose Abspiele, Versuche sind in der Mannschaft so überhastet? Oder, ja, und 27, jetzt hat er Emanuel Dietzer noch einmal diese Auszeit genommen. Ganz genau, Nikolic hat zum 27:21. Ja, und jetzt ist er sehr impulsiv. Deswegen, weil sie kommt raus und wenn du den Rückpass machst, haben wir da die Sperre und das Mismatch. Die ist nicht da. Eins links. In der Abwehr. Wir zwei vorne. 4-2, the defense. We try it. We have to try. 4-2, 4-2 Deckung. Wir sind defensiv. Fick die! We try to straight player left and right. Links und rechts schieben, gell? Auf die Ball gewinnen. Du bist hinten, ja? Ja, der Challenge. Ja! Die Defense. Die Defense with the playbook. Er fällt! Aha, okay. Fast zu impulsiv geworden. Also wenn die Mannschaft ihn nicht überaus kennen würde, also aber die ersten 20 Sekunden hat er hier ordentlich Gas gegeben, hat sich, glaube ich, viel bei ihm aufgestaut. Da muss der Dampf ablassen, eindeutig. Das hat er hier auch richtig abgelassen. Also für all jene, die Emanuel Dietzer vielleicht nicht so kennen, ja, er ist so, die Mannschaft kennt ihn gut und da sagen auch die Mädchen dann ab und zu, bitte weck uns auf, wenn es also nicht läuft. Und jetzt probieren sie es noch einmal. Ganz genau, sie wissen diese Worte einzuschätzen. Ach, eines ist klar, möchte man hier nur annähernd noch herankommen jetzt, dann muss jetzt hier ein Treffer gelingen und es muss auf der anderen Seite vielleicht auch ein Treffer verhindert werden. Ganz genau, es muss jetzt schnell gehen. Ja. Es sind nicht einmal mehr 10 Minuten auf der Uhr. Doch der nächste Abspielfehler, dieses Mal Todorova. Muss man auch sagen, also das war, glaube ich, auch fast die schwierigste Situation, was Todorova hier versuchen wollte. Und ja, da müssen sie schon extrem aufpassen. Also sonst kann man hier auch schnell mal in eine recht große Niederlage hineinrutschen, weil Graz spielt sehr effektiv. Und mit Nikolic und mit Babic haben die einfach zwei Topspielerinnen. Die verwerten und auch jetzt wieder. Und da steht es jetzt nämlich 21:28. Ja, und Davidovic hat da wieder vom linken Flügel getroffen. Also die Grazerinnen da deutlich überlegen. Wenn wir es vergleichen bei Dornbirn, Todorova und Marksteiner mit 4 Treffern, die aktuell besten
Torschützen. Da ist noch keiner so ein bisschen über sich hinausgewachsen, was vielleicht jetzt... Jetzt müsste jemand Verantwortung übernehmen. Ja, es geht nicht. Also die sind total verunsichert jetzt. Auch wenn hier... Die zwei Minuten für Viktoria Markstein. Genau, jetzt kriegt sie die zwei Minuten. Viktoria total von der Rolle jetzt gewesen auch. Und wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Ja. Und jetzt wird es auch wieder so sein, weil das ist jetzt meiner Meinung nach die endgültige Entscheidung, die es eigentlich wahrscheinlich schon länger war. Also, Lisa Spalt jetzt, der rechte Flügel der Gäste. Tolle Parade. Tolle Parade, ja, der Junioren-Nationalspielerin. Ganz genau, Denise Kaufmann pariert da diesen 7 Meter, aber trotzdem, es sind 7 Treffer unterschieden. Wir haben es vorhin gesehen, Viktoria Markstein, die wollte da unbedingt ihren Fehler wieder gut machen. Da darf sie eigentlich nicht mehr hingehen bei solch einem Gegenstoß. Da ist halt doch das junge Alter, da fehlt vielleicht ein bisschen die Erfahrung. Genau, und das ist auch das, was gesagt wird. Wir möchten diese Spielerinnen auf ein gutes Niveau hinbringen, heranbringen an die Women's Handball League. Und ja, da musst du halt mit Fehlern auch leben und es versuchen, besser zu machen. Hier sehen diese offensive Deckung der Gäste. Da tappen die Dominerinnen immer wieder in diese Falle. Bei den kurzen Abspielen verlieren den Ball. Und anstatt, dass sie einmal an den Kreis spielen und da durchkommen, da wo diese Lücken sind, das gelingt ihnen gar nicht. Maximal einmal über den Flügel. Allerdings, der Winkel ist doch recht spitz und da vergibt dann auch, ich glaube, das war Leonie Gerbis. Genau, und ab jetzt heißt es, das Spiel noch halbwegs herunterzuspielen und heimzubringen. Auf der anderen Seite klarer Erfolg zu einer, sie hat für Handball Graz 29-21. Und ja, wenn junge Spielerinnen am Parkett sind, dann kann man auch oder ist man dann überfordert. Und jetzt muss man halt einfach probieren, hier noch das Beste rauszumachen, Johannes. Ganz genau, jetzt gilt es zumindest noch Schadensbegrenzung betreiben, aber auch das Glück ist nicht auf Seite der Damen. Ja, es waren 4-mal der Pfosten heute, aber wenn man da 3 Tore dazu geben, zu wenig gegen eine gut spielende Grazer Mannschaft heute, die mit 3 Spielerinnen vor allem herausgeragt oder herausragt. Ganz 6 Minuten Verschluss. Ganz genau, herausragend. Nikolic 7 Treffer, Babic 10 Treffer und dann auch ja, Spalt und Davidovic. Man muss fast 4 herausheben, die beide vom Flügel 4-mal getroffen haben. Ja, und jetzt wieder ein schöner Treffer. Es ist nämlich Skernak wieder hier in Aktion gewesen, so wie sie es in der ersten Hälfte ja des Öfteren gemacht hat. Genau, die mehr die Regisseurin dann gespielt hat, jetzt wieder im Abschluss erfolgreich. Das ist doch eine deutliche Abfuhr. Also Graz hat jetzt viel Selbstvertrauen gesammelt mit 2 deutlichen Siegen gegen Teams, die vor ihnen gestanden sind in der Tabelle. Also diese Grazerinnen, die darf man nicht abschreiben. Die werden im Kampf gegen den Abstieg auch noch ein Wörtchen mitreden, dass im Kampf gegen den Nichtabstieg, muss man sagen. Ja, jetzt Babic kriegt jetzt 2 Minuten. Gegen Gerbis ist sie hier doch ziemlich ordentlich hineingegangen. Also eine Klatscher gegeben. Also die 2 Minuten. Jetzt ist man in Überzahl, vielleicht ein bisschen Resultatkosmetik. Wäre noch schön. Siska Ammann sehen wir hier, die mit der 18. Ganz genau, Brendle ist jetzt gekommen mit der Nummer 3 genau. Im linken Rückraum. Auffallend natürlich, wie die verteidigen. Also da ist fast kein Durchkommen für die Spielerinnen aus Dornbirn. Ja, Women's Handball League, attraktiv, toller Sport und wieder abgewehrt. Und jetzt gibt's ist sie nach davon gekommen. Hat sie sich ein bisschen hart vorgestellt bei der Gegnerin. Und ich glaube, haben wir hier mit der 3 gesehen. Die Schiedsrichterin wollte schon eine gelbe Karte zeigen, hat sie sich dann doch anders überlegt. Der kurze Griff an die Trikottasche. Die Schlussphase, 4,5 Minuten erleben wir hier noch. Und es ist der Treffer, der nächste. Jetzt sind wir bei 10 Toren mittlerweile angelangt. Leonie Rinner war das. Und vorhin Skerlak hat ja vorhin diese 2-Minuten-Strafe bekommen. Das war bereits ihre 3. Also sie wird heute nicht mehr am Feld erscheinen. Hat damit auch die rote Karte gesehen bei den Gästen. Auf der anderen Seite, wenn man so einen Rückstand jetzt auch hat,
Schau, schöner Treffer, bitte. Das ist auch das Talent der Viktoria Marktrainer. Ja. Ähnlich wie die Julia. Genau, dann lässt er sich spielen und das finde ich gut. Also der bringt dann die Jungen und lässt wirklich hier den Jungen diese Minuten, die man ihnen gönnt, finde ich cool. Definitiv. Daran wachsen sie in solchen Situationen. Und da hat, oder ist das schon Anders Gerlach? Ja, war glaube ich Nummer 3, ja. Dann habe ich vorhin eine falsche Information bekommen, dass sie rot gesehen hätte. Zeigt es mir jetzt am Leipziger falsch an. Auf alle Fälle hätte sie da links einen Flügel erwartet. Aber jetzt, Dornbirn einmal schnell gespielt. Und zum 22. Treffer. Wieder ist es Viktoria Marksteiner gewesen. Könnte ja sein, dass die Nummer 19 übrigens gewesen ist. Ja, ich glaube auch, ja. Den Treffer hat es jetzt aber noch nicht angezeigt. Das müsste der Treffer zum 23:31 gewesen sein. Denn vorhin hat Marksteiner ja mit 22:31 verkürzt. Schön, wunderbar. Jetzt sind sie gelöst. Jetzt geht's auf einmal. Jetzt ist der Druck weg, ja. Das Spiel ist entschieden und dann geht es einfacher. Toll gemacht, ja. Das haben wir am Anfang auch angesprochen. Sie haben manchmal ein bisschen Angst auch vor dem Gewinnen oder Angst vor so Situationen, Probleme mit dem Druck umzugehen. Denn handballerisch, da gehören Sie definitiv zu den Besseren. Ja, ich glaube, der Spielstand übrigens ist schon korrekt jetzt, weil unsere Jungs haben ja die Regie auch den Blick auf die Hallenuhr und dort steht ebenfalls 23. Definitiv. Dann hat der Treffer offensichtlich nicht gegolten. Ja, nächster Angriff, nächste Möglichkeit, noch einmal zu verkürzen. Und das sind diese Fallen, die Grazerinnen immer wieder stellen. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Und das ist der Treffer zum 32:23. Ja, aber den hat sie links hinaufgebrettert. Da ist kein Kraut gewachsen. Auch eine Union-Nationalspielerin im Tor. Ja. Kann da nichts machen. Bayric haut den Ball da ins Tor der Dornbirnerin. Johannes, fasten wir zusammen, 1,5 Minuten vor Schluss. Ja, das ist eine deutliche Packung, die Dornbirn kassiert gegen den Tabellenletzten. Und damit kann und wird Emanuel Ditzer definitiv nicht zufrieden sein. Nein, da ist er überhaupt nicht zufrieden, auch wenn hier Ladovic noch einmal einen Treffer erzielen kann. Dem 24. Man hat sich so viel erhofft eigentlich vorgenommen für dieses Spiel. Und wenn man es jetzt hier so sieht, muss man sagen, ist es nicht aufgegangen heute, was man sich erwartet hat. Für Graz wird es eine wahrscheinlich unterhaltsame Heimfahrt noch. Ja, definitiv. Diese langen Heimfahrten, die sind ja, wenn man dann verloren hat, können sie sehr, sehr lang und eintönig werden. Aber mit so einem Sieg, ja, da gehen die Stunden deutlich schneller herum. 2-Minuten-Strafe jetzt noch einmal für eine Spielerin des SV Dornbirn schon und die Nummer 33. Tritt hier an und trifft. Ja, das ist Dotzler, die da den 7 Meter verwertet zum 33:24. 9 Tore, also Differenz hier in diesem Spiel. Und das ist jetzt als Vorbereitung für das Derby am 27. natürlich nicht ganz ideal für Dornbirn, aber denken wir zurück schon beim ersten Derby, da steckten sie zuvor in der Krise und haben dann in Feldkirch ganz überraschend mit 27:26 gewonnen. Auch damals live auf K19. Genau. Was natürlich auch ganz klar ist, hier fällt Kovaceva auch an allen Ecken und Enden, weil eben Todorova und Kovaceva sehr gut harmonieren immer. Julia Marksteiner ist heute nicht aufgegangen. Also wenn da ein, zwei Schlüsselspielerinnen gar nicht dabei sind oder eben auslassen, dann haben die Jungen fast keine Möglichkeit. Und da muss man jetzt aufpassen, einmal so gut überlegen die nächsten Wochen, wie kann man da schauen, dass man nicht wieder nach hinten rutscht. Und das ist bereits die Schlusssirene. Das ist der Sieg für die Gäste aus Graz. Ein deutlicher Erfolg. Am Ende 33:24, da haben sie ihren Vorsprung, den sie zur Pause schon hatten, nochmal ausgebaut und gewinnen mit 9 Treffern Unterschied. Damit war
vor Beginn nicht zurecht. Na, war nicht zurecht, ein Riesenerleichterung bei den Grazern. Die kommen jetzt näher ran, wieder an das hintere Mittelfeld. Also da sind es 2 Punkte bis zu den Vorletzten und dann auch nur weitere 2 Punkte bis zu Rang 8. Also heißt auf der Hut sein vor Graz, die sich riesig freuen hier, gut gespielt haben, verdient gewonnen haben. Also der... Das muss man schon sagen, die darf man noch nicht abschreiben, die Grazerinnen. Die darf man definitiv nicht abschreiben. Also das wird noch ein Kampf von mehreren Teams, die da gegen den Abstieg kämpfen. Also eine spannende Phase in der Women's Handball League. Genau, gespannt, weil jetzt wird natürlich Sebastian Neier sicherlich versuchen, auch Emanuel Dietzer noch zu holen. Bin gespannt, ob der überhaupt noch für ein Statement parat sein wird. Gehen wir kurz in die Werbung? Ja, wir gehen ganz kurz in eine Werbepause und sind dann wieder zurück mit den Interviews aus der Messehalle in Dornbirn. Ja, wir sind zurück aus der Werbepause. Wir haben einen deutlichen Auswärtserfolg gesehen und bei meinem Kollegen Sebastian Neier ist jetzt eine der Siegerinnen. Ja, bei mir steht jetzt der Anja Skerlak von den siegreichen Grazerinnen. Anja, überraschender Sieg oder hat man da schon damit gerechnet bei der Herfahrt schon ein bisschen? Ja, wir waren sehr motiviert, das heißt, wir haben sehr damit gerechnet, aber dass es sicher ist, wissen wir dann erst am Ende von den 60 Minuten. Und ja, jetzt sind wir sehr froh, dass das uns auch so gelungen ist, weil wir waren eben wirklich sehr motiviert und wir haben gewusst, wir können es schaffen. Was hat man heute besser gemacht als die Dornbirnerinnen? Ja, ich glaube, das liegt jetzt zurzeit an unserer Verteidigung. Wir fighten bis aufs Letzte und das hat uns in den letzten Spielen gefehlt. Und jetzt wissen wir, wie es funktioniert und können das auch umsetzen. Es wird, denke ich, ganz lustige und interessante Heimreise werden. Ja, wir werden sicher nicht gleich schlafen gehen, aber es sind noch 8 Stunden bis nach Graz und den nutzen wir auf jeden Fall. Den Schwung nimmt man jetzt mit. Wie sieht es aus für die nächsten Spiele? Ja, nächste Woche haben wir gleich noch einen direkten Konkurrenten mit Berchtoldsdorf. Da wollen wir gleich starten wie jetzt. Dann auch noch ein paar Nachtragsspiele und wir hoffen, dass es so weitergeht. Dann wünsche ich mir alles Gute und vor allem jetzt eine ganz angenehme Heimreise. Danke, ebenfalls. Tschüss. So, danke, das war Anja Skerlak und wir geben derweil ab ins Studio zu euch, Martin und Johannes, und dann schauen wir, dass wir auch noch eine Dornbirner Stimme bekommen. Ja, Anja Skerlak hat es angesprochen, jetzt haben sie gewonnen gegen Dornbirn, sie haben gewonnen gegen Ferlach-Feldkirchen und spielen jetzt als nächstes gegen Berchtoldsdorf, also diese direkten Duelle, da sind sie definitiv im Moment wahrscheinlich die Besten. Für mich auch genau das, was sie gesagt hat, also die Verteidigung. Da geben sie, sie fighten ohne Ende und das ist genau das, was heute auch neben den 3-4 Spielerinnen, wo wir gesagt haben, aber vor allem der Ausschlag war dann, sie sind nicht durchgekommen. Also die Dornbirnerinnen haben ja probiert, aber dann verleitet man zu Abspielfehler und die sind zuhauf gewesen und das passiert natürlich dann.
Sie waren perfekt eingestellt auf die Dornbirnerinnen, die da gern auch das Spiel ein bisschen verlangsamen, hin und her spielen im Rückraum. Da waren sie perfekt eingestellt und haben immer wieder diese Falle gestellt und haben dann zugeschnappt. Ja, und vor allem, wenn man dann sieht, die haben den Ball zu Babic gespielt und dann geht es so schnell, dass, ja, da waren sie heute überfordert. Die Dornbirnerinnen nur auf der anderen Seite, das muss ich nochmal sagen, sie probieren es. Und das wird eine spannende Meisterschaft noch. Und ich freue mich vor allem auch, dass wir diese Spiele übertragen können. Ja, und bei Sebastian Neuer ist jetzt die Torfrau der Dornbirnerinnen. Ja, ganz genau. Angela Roganovic steht bei mir. Angela, es hat nicht sollen sein. Was waren die Fehler, die man gemacht hat? An was hat es gelegen, dass man gegen Graz keine Punkte gemacht hat? Ja, erste Halbzeit haben wir die Chancenauswertung. Also waren wir schlecht in der Chancenauswertung, eindeutig. Und in der Abwärts auch nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich auch im Training geübt haben. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, dann waren wir ja noch minus zwei, also sind wir noch, haben wir noch aufgeholt. Aber ja, denn es hat einfach nicht gereicht und es hat nicht Welle und ja, Graz hat verdient gewonnen, also kann man sagen. War es auch vielleicht ein bisschen, man hat immer das Gefühl gehabt, die Grazerinnen sind auch ein dicken spritziger, schneller, diesen Moment. Hat es vielleicht ein bisschen an der Bewegung gelegen? Ja, ich glaube nicht, dass es an der Bewegung gelegen hat. Es ist einfach an dem gelegen, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Das hat man gesehen, die haben 60 Minuten lang das Spiel gewinnen wollen. Für sie war der Sieg wichtig. Uns wäre es auch wichtig gewesen, aber man hat gesehen, dass sie mehr Gas geben. Jetzt kommt dann das Derby. Wie motiviert geht man nach dieser Niederlage in dieses Spiel? Also zuerst einmal spielen wir nächste Woche gegen Atzgersdorf auswärts. Ja, und dann werden wir uns sicherlich gut vorbereiten aufs Derby. Und Derby ist halt immer was Spezielles und das wird sicher auch ein spannendes Spiel sein. Dann heißt jetzt Kopf hoch und neu motivieren für die nächsten Aufgaben. Dankeschön. Danke, danke. Ja, soweit also die Torfrau der Dornbirnerinnen. Zu euch ins Studio. Vielleicht bekommen wir noch den Emanuel Dietzer vors Mikrofon. Ja, das ist die Hoffnung von Sebastian. Nein, ich habe es oft schon erlebt. Emanuel Dietzer ist dann nach dem Spiel, da will er gerne mal ein bisschen runterkommen. Da ist er dann gar nicht so gut ansprechbar. Wir werden sehen, ob es dann Sebastian Neuer gelingt. Roganovic hat es angesprochen. Die Grazerinnen wollten unbedingt gewinnen. Die eine Grazerin hat im Hintergrund gerne ein Rad geschlagen vor Freude. Also dieser Wille wurde belohnt. Würden wir zwei Handball spielen, hätten wir auch ein Rad geschlagen. Ja, ich glaube, beides ist sehr unwahrscheinlich bei mir. Aber kein Problem. Nein, aber man sieht auch vor allem, ähnliche Situation hat ja schon vor ein paar Wochen gehabt, wo man eben zweimal hintereinander dann gewonnen hat und nach vorgekommen ist. Und genau den Lauf hat jetzt Graz und zieht die mit, und wenn sie gegen Berchtesgadensdorf nächste Woche anschreiben, dass er jetzt quasi so ihre Marschrichtung ist, dann wird das ganz hinten mit 10 Punkten und ähnlichen, also 8, 10 Punkte, also dann bin ich schon gespannt. Und man darf nicht vergessen, wenn jetzt so wie schon zu Atzgersdorf hin muss, ich meine, das ist eine der Top-Mannschaften in Österreich. Genau, dieses Spiel habe ich vorhin noch unterschlagen. Das wurde dann wird am 20. Februar ausgespielt, genau. Oder ist dorthin verlegt worden. Das spielt Dornbirn eben gegen Atzgersdorf. Das ist ganz, ganz eine schwierige Aufgabe. Und eben, wie du angesprochen hast, Graz kommt, dahinter auch Feldkirchen. Die sind nicht weit entfernt, also es wird noch ganz, ganz spannend. Ja, ähnlich natürlich, wenn du nach Atzgersdorf musst, so wie heute Feldkirchen zum Beispiel nach Niederösterreich. Da sind eben die Mannschaften, Atzgersdorf war ja oder Meistertitel geholt, nach vielen Jahren wieder. Und deshalb ist das einfach eine Mannschaft, die ja international ja auch spielt und gespielt hat. Also da für die junge Mannschaft große Aufgabe. Und für Manuel Dietzer natürlich. Definitiv. Und ich glaube, Sebastian Neuer war jetzt erfolgreich bei der Suche nach einem Gesprächspartner, aber es ist, glaube ich, nicht Emanuel Dietzer. Ja, ganz genau. Emanuel Dietzer, Günter Machstein hat es gerade gesagt, ist ein bisschen am Herunterkommen. Es ist im Moment ein bisschen schwierig, mit ihm jetzt zu sprechen. Kein Problem. Günter Machstein ist kein minderer Gesprächspartner. Freue mich, dass nach dieser Niederlage trotzdem du noch zu uns gekommen bist. An was hat es schlussendlich gelegen? Ich meine, es war doch auch eine klare Niederlage.
Ja, da waren mehrere Faktoren heute. Also mal ja, Chancenauswertung, Einsatz noch, blöde Fehler gemacht, also einfach nicht zu Ende gespielt. Also das sind ganz, ganz viele Punkte, die unter der Woche angesprochen worden sind. Also sie haben es gewusst, was sie zum Tour haben und haben einfach das nicht auf die Platte gebracht. Wie richtet man die Mannschaft jetzt nach dieser doch klaren Niederlage wieder auf? Was für Worte findet man jetzt da? Ja, wie gesagt, grundsätzlich nutzt alles nichts. Im Endeffekt weitermachen. Man wird das Spiel nochmal analysieren, kurz, und dann sich wieder aufs Nächste konzentrieren. Also es macht jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn, da lang sich da in Selbstmitleid zu versinken, sondern einfach jetzt muss man wieder nach vorne schauen und Gas geben. Es ist nicht wirklich was passiert, aber es ist einfach ärgerlich, weil man gesehen hat, man hätte mit Graz locker mithalten können, beziehungsweise auch gewinnen können, wenn man es halbwegs normal spielt. Also das war heute wirklich ich muss schon fast sagen, eine unterirdische Leistung, was sie heute gesagt haben. Aufstehen, Mund abwischen, weiterkämpfen, oder? So in dem Thema. Bei der Mortler heißt es aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Also von dem, ja. Alles klar, wollte ich jetzt so nicht sagen, aber passt. Günther Magstein, da sage ich vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi für die nächsten Aufgaben. Ja, das war's also von uns hier aus der Halle, aus der Messehalle 2 in Dornbirn. Zurück zu euch im Studio und schon einmal mit einem Zwinker. Viel Spaß bei der Naturbahnrodel-WM in Umhausen. Ja, vielen Dank, Sebastian. Ja, danke, dass du in Dornbirn uns betreut hast, unsere Interviews geholt hast. Wir haben bei der Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft ganz viel Spaß. Und ich glaube, die Schlussworte von Günther Marksteiner, aufstehen, Krone richten, viel besser können wir es auch nicht mehr formulieren. Ja, wir hätten ja auch ein Krönchen, wo wir aufsetzen würden. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele und die Mannschaft, die Emanuel Lietzer, wird herunterkommen wieder und wird mit der Mannschaft reden. Gratulation an Graz. Für Sie ein sehr wichtiger Sieg heute und für uns war es ein tolles Handballspiel und wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Top-Entscheidung morgen. Ganz genau, vielleicht kannst du dann noch mal erwähnen, morgen, was steht genau an? Wir starten mit dem WM-Studio hier, ich bin mir immer überlegen, ob wir hier bleiben sollen, um 9 Uhr mit der WM-Berichterstattung für den Herren-Einsitzerbewerb. Und da ist Thomas Kammerlander, der Lokalmatador, mit Michael Scheikl aus österreichischer Sicht vor allem, oder Fabian Ahrenreiner, wer weiß es. Auf der anderen Seite die Italiener, die Russen, nämlich der große Showdown bei den Einsitzern. Ja, da bleibt nur mein Appell, seien Sie dabei, verpassen Sie es nicht. Das wird spannend, das wird spektakulär. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. K19 ist ein Fernsehsender der besonderen Art. Das Motto lautet, alles unter einem Dach. Wir produzieren 100 Live-Übertragungen im Jahr. Wir beliefern 3 Millionen User über Social-Media-Kanäle. K19 sieht man in Österreich in 1 Million Fernsehhaushalten via Magenta und A1. K19 macht Lust auf Sport, Tourismus und mehr. Und das am besten live. K19 mit dem Motto: Alles unter einem Dach.